industrialisierend. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Michael Baumgartner. Ich bin aber hier nur als Repräsentant von mir selbst. Denn ich habe mich industrialisiert. Es blieb mir nichts anderes übrig. Ich bin mein eigener Ausbeuter geworden. Ständig stoße ich Ideen aus, ständig wächst die Gedankensaat nach und die muss geerdet werden. Da ich von niemand anderem als mir selbst ausgebeutet werden will, habe ich eine Firma um mich herum errichtet. Und im Keller dieser Firma, im Firmengebäude, lebe ich hinter einer Panzertür, damit ich nicht entfliehen kann oder meine Ideen gestohlen werden. Es fehlt mir hier unten eigentlich an nichts. Vor allem habe ich einen Computer, einen Notizblock und ein Diktiergerät. Ich habe mich meines Status als Individuum enthoben, mich geteilt und selbst geklont, gleich tausendfach. Nun sitzen meine Ichs über meinem Verlies in einem Bürohochhaus, in ihren Arbeitszellen und arbeiten meine Gedanken und Ideen, die ich ihnen über das Computernetzwerk oder als Diktat und Notiz zukommen lasse, um in Geschichten, Artikel und Romane. Die Romanschreiber bilden eine eigene Abteilung und nehmen ein ganzes Stockwerk ein in meiner Textfabrik. Jedes dieser Schreibtone hat ein eigenes Genre. Nur hin und wieder lesen sie sich gegenseitig etwas vor und tauschen Erfahrungen aus. Sonst aber sind sie in die Romanschreiberei vertieft und ziehen nur Außenstehende zu Rate oder lassen sich dann am Ende des Tages von ihnen lektorieren. In meiner Textfabrik gibt es keine Arbeitszeit, keine festen Arbeitszeiten. Nur eine Mindeststundenzahl muss eingehalten werden. Die meisten der Klone arbeiten aber freiwillig 14 Stunden, auch samstags. Was meine Ichs am Sonntag machen, das bleibt ihnen überlassen. Aber ich weiß von einigen meiner Individuen, sie lesen das Geschriebene durch und machen sich Notizen. Keines möchte in Sachen Fleiß eben hinter dem anderen zurückstehen. Alle möchten sie verdienen und meinen Ruhm und Ehre einheimsen. Insgeheim hoffen meine Ableger aber, dass ich das Ideenbergwerk irgendwann erschöpft und ihre Produkte nicht mehr so gefragt sind. Dann können sie sich wieder anderen Dingen widmen, wie dem Lesen oder gar eine Familie gründen. Aber davor haben manche meiner Klone Angst. Dennoch mehr von mir, als es ohnehin schon gibt, soll es nicht geben. Ich versuche, meine kollektiven Ängste zu beschwichtigen und habe meine Ableger schon zu Teilhabern meiner Ich-AG gemacht. Am meisten fürchte ich als Vielheit die Inzucht, denn ich habe auch Klonen mit weiblichem Geschlecht. Das war unvermeidbar, denn es gibt auch große weibliche Komponenten in mir, die einen ihnen entsprechenden körperlichen Ausdruck brauchen. Meine Textfabrik ist berühmt und ich als Chefklon meiner Firma nehme regelmäßig an Veranstaltungen teil. Wenn ich gefragt werde, woher die Ideen kamen, dann kann ich nicht das Zufall sagen, denn sie entstehen im Bergwerk. Ich bin es auch, der die Preise entgegennimmt und das Abbild in der Zeitung erscheint. Die Schreibklone sind dabei, eine Gewerkschaft innerhalb meiner Ich-AG zu gründen. Ich kann nichts dagegen tun, denn das war meine eigene Idee. Das ist meine Strategie, immer stärker werdende innere Opposition zu kanalisieren. Teile von mir opponieren gegen meine schrankenlose Ausbeutung. Sie sehen mich als eine natürliche Ressource, die nachhaltig bewirtschaftet werden muss. Ich merke es schon, ich fühle mich immer häufiger erschöpft. Es will mir nichts einfallen und auch die ausführenden Klone können mir
mit ihren Erzählungen und Kontakten nur, können mich mit ihren Erzählungen und Kontakten nur selten aufheitern. Wenn das so weitergeht, werde ich meinen Konkurs anmelden. Noch aber sind Ideen und die Spalte meiner Firma voll. Und sollte ich erschöpft und ausgebrannt sein, so wird man das erst nach Jahren merken, wenn in meiner Textfabrik die nicht ausgeht.